Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla mit mir, dem Jan. Jetzt untersuche ich dieses Boot. Du baust wirklich gern Schiffe, Gudmund. Selbst wenn sie nirgends hinreisen können. Wie ich sehe, haben einige Leute die Namen von Toten in den Schiffsrumpf geritzt. Haki, Asa, Aslaug. Diese Namen habe ich seit meiner Kindheit nicht gehört. So viele sind in dieser schlimmen Nacht gefallen. Svein. Ein großer Mann mit feinen Zügen. Wir werden ihn so schnell nicht vergessen. Dag, ein Kämpfer bis zum Schluss. Ich würde nicht sagen, dass er ein guter Mann war, aber tapfer war er. Da sind meine Eltern. Roste. Sie gab ihr Leben für das ihres Kindes. Ich sorge dafür, dass es nicht umsonst war. Warin. Er opferte sein Leben für den Rabenclan. Mögen die Götter sein Opfer würdigen. Soll der Allvater darüber richten. Seltsam. Zu diesem Namen gibt es keinen Beisatz. Kalf. Diesen Namen kenne ich nicht. Gudmund. Kennst du jemanden namens Kalf? Nein. Der einzige Name, der nicht ins Holz geschnitzt, sondern mit Kohle geschrieben ist. Hast du zufällig gesehen, wer das war? Kann sein. Da war vorhin einer, den ich nicht kannte. Humpelnd und strauchelnd, als würde das nicht mehr lange machen. Sein Gesicht habe ich nicht gesehen. Gesprochen hast du mit ihm nicht? Er hat nichts gesagt. Falls du ihn suchen willst, er ist da lang. Ich mag es nicht, wenn es hier solche Geheimnisse gibt. Wenn er humpelt, kann er nicht so weit gekommen sein. Wenn er humpelt, kann er nicht so weit gekommen sein. Aber dahinter ist er erst. Tyrvi, hast du einen humpelnden Mann gesehen? Das habe ich. Er ging vom Langhaus Richtung Norden. Kohlestaub. Wahrscheinlich hat er seine Hand hier aufgestützt. Da geht die Spur weiter. Das wird wohl das Ende seiner Geschichte sein. Es sei denn... Toten können, das ist er. Seine knöchrigen Finger sind voll Kohlestaub. Ehe er starb, schrieb er noch etwas. Kohlenachricht. Ich alleine sah die Angriffe von westlichem Fluss kommen. Meine Warnung, rette ihnen das Leben. Ich allein sah den Angriff von jenseits des Flusses im Westen. Meine Warnung rettete ihn das Leben. Er hielt Wache am westlichen Fluss. Ich muss einen Ort mit einer besseren Aussicht finden. Es gibt einen Aussichtspunkt zwischen Hethnathrof und einen Punkt, wo sich Allan und Nen treffen. Es gibt ja hier nur einen Aussichtspunkt.
Also hier irgendwo muss ein Aussichtspunkt sein. So. Da steigt Rauch von einem kleinen Feuer auf. War das das Lager des armen Mannes? Da oben. Das war kein Lagerfeuer. Der Mönch war... Süß-säuerlicher Qualm hängt in der Luft. Wenn der Rauch des Mönchs mich unsichtbar sehen lässt, kann ich vielleicht auch das Schicksal dieses Toten erfahren. Wo bin ich? Sehe ich das, was Kalf sah? Von hier aus hat man einen guten Überblick. Aber es ist zu weit weg, um warnende Worte zu rufen. Er musste sie irgendwie anders warnen. Vielleicht mit Feuer. Kalf bei deinem Schiff. Das, was von ihm übrig war. Die Götter verbrannten dich mit deinem eigenen Feuer. Verräter. So einen Armreif habe ich schon einmal gesehen. Als Dürbjörn einen Mann aus Fornberg verstieß. Es sieht so aus, als ob ich hier rüber muss. Hier wurden Waffen zurückgelassen. Sehr gut gefertigt. Solche, die Mietklingen bei sich führen. Keine Bauern. Hier wurde eine große Schlacht geschlagen. Ja. Mal habe ich, wird doch hier irgendwie, oder muss ich jetzt weiter nach oben? Ha.
Nee, hier ist vorbei. Hier komme ich nicht weiter. Hier auch nicht. Ja, so schwimme ich jetzt zurück. Was höre ich denn hier? Ist das eigentlich mein Vogel? Die verbrannten Überreste eines Langschiffbugs, die geschnitzten Schlange, die Söhne Ragnars, das gehört zu Ubas Schiff. Kalf hielt Wache am Abend des Angriffs. Die Söldner kamen zu Land und er konnte die anderen nicht rechtzeitig warnen. Also setzte er Ubers Schiff in Flammen, als Signal. Uber muss außer sich gewesen sein und wird Kalf die Schuld am Angriff gegeben haben. Dann ließ er ihn wohl zurück, als das große Heer weiterzog. Nun, da ich Kalfs Geschichte kenne, werde ich sie auf Gudmunds Schiff schreiben. Okay. Wieso geht denn hier so viel bergab? Hast du das gehört? Bei Thors Eiern! Was geht denn da drüben vor sich?
Eine Ehre, dich wiederzusehen, Eivor. Eivor! Ich kenne alle meinen Namen, aber ich ihn nicht. Deine Kräuter haben mich hinter den Schleier blicken lassen. Ich konnte durch Kalfs Augen sehen, was ihm widerfahren ist. Kalf rettete seine Leute und soll geehrt werden. Was siehst du, wenn du hinter den Schleier blickst? Zu sehen, was ich sehe, würde dich den Verstand kosten. Frage mich nicht, und ich werde dich auch nicht fragen. Kalf rettete seine Siedlung. Et dixa ad eos raps gaios andreas dominus noster. So, jetzt habe ich hier noch eine Quest. Eine Schutzrune mit Blut vergolten wurde auf unser Langhaus gemalt. Ein Unrecht wurde beglichen und die Toten können ruhen. Du hast dich selbst übertroffen, Eivor. Komm und nimm dir deine Belohnung. Wo ist die denn? Und wie verteilst du denn Pferde an? Reitkünste. Hallo Aki, ich wusste gar nicht, dass du Pferde magst. Ich mag sie jedenfalls lieber als Esel. Ich bin nicht hier, um zu zanken, Aki. Ich will sehen, was du vorbereitest. Eine Herausforderung, Eivor. Eine wahre Prüfung der Reitkunst. Es gilt, Hindernisse zu zerstören, Ziele zu treffen und das in begrenzter Zeit. Und das soll eine Herausforderung sein? Und ob! Hier ist ein Höchstmaß an Geschick, Geschwindigkeit und Beherrschung gefragt. Traust du dir das zu? Lass mich eben aufsteigen. Was gerade mit? Da.
Warum so still, Aki? Wo ist deine spitze Zunge geblieben? Dein Können hat mir die Sprache verschlagen. Du erhältst den Hauptpreis. Ich habe alles gegeben, um mich auf diesen Tag vorzubereiten. Nun müssen die Götter urteilen und die Nornier müssen entscheiden. Ein Maß an Respekt. Der reitende Tod nähert! Alles fügt sich. Die Schemen werden deutlicher. Werden sie das? Eine riesige Schutzzone auf dem Langhaus. Die Ruhelosen dürfen ruhen und ein Volk ist bereit für die Jagd. Du bist weniger verrückt, als du dich gibst, Mönch. Doch ich muss dich enttäuschen. Es wird keine Jagd geben. Was sagst du da? Es sammeln sich mächtige Kräfte. Wir sind noch nicht über den Berg. Die Götter sind erbost. Ich werde nie wieder an dir zweifeln, Onkel. Haben wir etwas Falsches getan? Was hat das zu bedeuten? Wilde Jagd. Hört mir zu. Die wilde Jagd wird uns heute nicht ereilen. Woher weißt du das? Ich habe den Mut und das Können unseres Volkes gesehen. Wir halten zusammen, Nordleute und Sachsen, um uns den Prüfungen zu stellen. Und ich weiß, dass Menschen, die zusammenhalten und stark sind, die Anerkennung der Götter erhalten. Götter sind mit uns. Wer läuft da hin? Ja, dann würde ich sagen, habe ich dieses Fest auch erledigt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.